Start. Und ich denke auch nach und nach basteln die Spieler ja ihre Teams rein. Und da haben wir das Team von Sean Allen. Fünferkette. So, so. Sehr interessant. Vorne mit Suarez und Schewtschenko. Dann dahinter Eriksen. Totti Modric hatte am Start. Und die Viererkette, die Fünferkette, die sieht jetzt gar nicht mal so gut aus, ne? Auf der Bank hat er halt auch noch so ein bisschen was. Die Bank ist vollgepackt mit Weltklasse-Spielern. Also ein Bonucci Team of the Year. Den wird er natürlich eher schwerer einwechseln, aber dann auch ein Mané oder ein Mertens. Can ist eine interessante Option für das ZM oder auch für das ZDM. Den 88er Insigne hat er noch nicht mal auf der Auswechselbank. Er hat da lieber einen Dembélé, der nur in der 83er-Variante dort zu sehen ist. Aber das ist natürlich auch interessant, dass er hier mit einer Fünferkette spielt, weil das nochmal ganz kurz hervorzuheben ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, alles klar, kennen wir, spielt jetzt irgendeine Formation von Beginn an, aber die spielt dann gar nicht in-game. Nein, er hat jetzt keine Möglichkeit, das ist laut den Regeln nicht erlaubt, er muss jetzt hier mit der Fünferkette durchspielen und daraus ergibt sich natürlich eine ganz, ganz andere Dynamik, dass er da jetzt dann auch sich nicht anpassen kann oder entsprechend dann irgendwann offensiver stellen kann. Ja, ich bin mal gespannt zu sehen, wie Timo da so gegen klarkommen wird mit seinem 4-4-2 gegen die Fünferkette. Ich denke, dass jetzt dadurch, dass jetzt beide Teams auch gezeigt wurden, dann jetzt das Go rausgeht an die Spieler. Es kommt immer die Frage, ja, warum dauert das denn so lange? Das sind leider oder sind letztendlich auch Abläufe, die jetzt erstmal so nach und nach dann sich einpendeln müssen, wie die Teams dargestellt werden, dass dann auch genug Zeit ist. Eben gerade sind wir ohne die Teams in Ingame gegangen. Es ging auch. Ist natürlich schöner, wenn wir vorher einen Blick drauf werfen. Aber ich denke, jetzt kann es dann gleich losgehen. Die Einladung wird jetzt gleich rausgehen und es geht dann gleich in das erste Spiel, in das Hinspiel zwischen Teamox und Sean Allen. Apfelmus meint gerade, was ich da am ersten oberen Drittel der Spieler erkenne. Ja, come on. Also, hast du nicht letztens Schlag den Test gesehen? Ich kann auch, wenn da gar nichts zu sehen ist, schon teilweise die Spieler erkennen. Ja, der schreibt auch, ob wir nicht ein Voice-Over machen können vom englischen Stream. Wir haben leider kein Signal, kein Tonsignal vom Englisch, von Mo beispielsweise. Ja, man könnte dieses Bild haben, wie die beiden oder wie die drei da auf der Couch sitzen und wir einfach drüber reden. Das ist aber, weiß ich nicht, ob das so interessant ist. Interessanter als jetzt uns beide hier sitzen zu sehen. Kann In sein, diesem kann wunderschönen sein, Studio auch, kann also sein. muss man ja auch mal sagen an der Stelle. Mit Ausrufezeichen Bracket bekommst du, das wurde jetzt auch schon von Merova gepostet, die Übersicht über die Gruppen und dann auch den Link zum Schedule. Und ich denke, das ist jetzt hier auch schon der Startscreen vom Hinspiel. Hier sehen wir nochmal das Team von Sean Allen. Ist ja auch ein Xbox-Spieler. Wissen wir jetzt nicht, wie er das gelöst hat, ob er mit einem PlayStation-Controller spielt oder ob er den Nacon-Controller verwendet. Wir sehen auf jeden Fall Umstellungen, die jetzt hier von Timo getätigt werden. Er stellt Son in den Sturm. An der Formation, wie gesagt, darf er nichts verändern. Ja, Son und Dybala im Sturm, Messi auf links, Musa lässt er drin auf rechts. Also Chicharito geht raus. Keine wirkliche Überraschung. Das ist der Team of the Year Messi. Da fragt Ja. man sich schon, ob man nicht da irgendwie schauen sollte, ob man den doch im Sturm einsetzt, weil da, denke ich, kann er sich am meisten entfalten. So ein Team of the Year Messi auf dem Flügel wäre mein Gefühl. Ein bisschen verschenkt, aber ist vielleicht auch etwas, was wir dann später im Interview aufnehmen. Das ist jetzt, sind jetzt auch die letzten Spiele, die Timo mit diesem Team machen wird. Genau, danach hat er aus seiner Sicht hoffentlich die Chance, neu zu draften, nämlich dann, wenn er in die K.O.-Runde einzieht, nach diesen beiden Spielen. Die Ausgangsposition dafür ist sehr, sehr gut und er ist unterwegs in den blauen Trikots vom VfL Wolfsburg. Für die ist er ja als E-Sportler aktiv, als Profi in FIFA aktiv, von links nach rechts, und Sean Allen in den roten Top 100 Trikots von rechts nach links. Dragon, wie er sich nennt. Und auch interessant, die verschiedenen Haltungen, die es so gibt beim Zocken. Jetzt erstmal Timo mit Messi. Schöner Übersteiger. Macht es wieder ruhig über Roberto Sigurdsson. Son, schöne Drehung. Und dann ist Laporte mit der Grätsche dazwischen. Interessant. Wow, das war wichtig, das war Ja. eng. Weil im letzten Moment, wenn er den Spieler am 16er dort so gut angespielt bekommt, dann Timo
dreht sich dann einfach so geschickt raus mit so einer Übersicht, dass es sehr, sehr schwer wird zu verteidigen. Dann nimmt man auch lieber den abgefangenen Pass. Aber das ist schon bemerkenswert, auch was bei Timo dort im Mittelfeld rumläuft. Ein Sigurdsson, das ist schon alles deutlich spielerisch schwächer, als das normalerweise gewohnt ist. Ja, er ist ja auch einer mit den wirklich allerbesten, einer der Spieler mit dem allerbesten Team überhaupt. Und da gerade so ein komischer Ausfallschritt, ne? Ja. Zu sehen gewesen. Ja, und Timo, der sitzt da ganz entspannt eigentlich, sogar sieht fast irgendwie immer noch frustriert aus. Und Sean Allen sehr fokussiert. Boah. Jetzt erstmal ein Longshot hier mit Sigurdsson. Und der war sogar noch abgefälscht. Anscheinend Eckball. Van Dijk macht den Kopfballtreffer. Meine Güte, dieser Van Dijk, der ist auch einfach wirklich in FIFA ein richtig heftiger Spieler, ne? Schlüssel ist natürlich hier einfach der Raum auf dem ersten Pfosten komplett blank gelassen. Sean Allen wechselte auch nicht. Und gerade kam die Frage, wie spielen denn die beiden? Und das ist so, dass die beide über das Online-Freundschaftsspiel gegeneinander spielen. Das heißt, jeder hat seine Einstellungen mit der Kamera und so weiter. Man ist das auch aus dem Online-Gameplay generell gewöhnt. Man kann ja manchmal sagen, ja, hier, das ist offline mit den Freistößen anders. Und da wundert es mich dann auch ganz ehrlich, dass da Sean Allen gar nicht drauf reagiert auf diese Ecke, weil das war so offensichtlich, dass dort auf dem kurzen Pfosten alles frei ist. Wird weiter gefährlich. Son zieht hier durch in den Rückraum, wollte ablegen oder quer einmal rüber auf den zweiten Pfosten. Kommt nicht durch, aber der Timo, der bringt hier richtig Tempo rein mit den Spielern. Ja, und von Sean Allen kommt nach vorne noch nicht wirklich was. Roberto kocht da Suarez ab, als wäre es nix. Ein Punkt, den ich jetzt auch noch anbringen wollte, ist ja, Sean Allen muss hier mit der Fünferkette durchspielen. Also A, ich glaube, Timo wird nicht so häufig gegen diese Fünferkette bis jetzt in seiner FIFA 18-Karriere gespielt haben. Wir schauen mal ganz kurz. Suarez, und das ist ein bisschen unlucky. Da ist das 1:1. Timo war eigentlich bei der Ballannahme nach meiner Einschätzung drauf und er hätte die Möglichkeit gehabt, den Ball auch rauszuspielen. Passiert nicht. Und Suarez, der braucht da einfach nur so 2-3 Ballkontakte, dann hat er einen guten Abschluss dann auch aufgelegt und er sitzt und somit das Spiel wieder ausgeglichen. Ja, auf jeden Fall, er wird gegen diese Fünferkette nicht so häufig gespielt haben. Das verändert natürlich auch so ein bisschen was, wie man nach vorne spielt, wo auf einmal dort ein Spieler mehr in der Verteidigung ist. Und das gleiche Problem hat natürlich auch Sean Allen. Und nicht nur in der Offensive, dass ihm da einer fehlt, sondern auch so eine Fünferkette spielt sich ein bisschen anders in der Defensive. Bisher kommt er damit ganz okay zurecht in der Gruppe. Aber gegen Timo tut er sich jetzt doch schwer. Also vielleicht nochmal für euch, wie die Gruppenkonstellation hier gerade ist in dieser Gruppe C. Teamox führt das Ganze an mit 7 Punkten. Dahinter Megabit und Sean Allen beide mit 6 Punkten. Und Celonius auf dem letzten Platz gerade mit 4 Punkten. Aber eine sehr, sehr enge Gruppe. Noch alle Chancen da für alle Spieler, weil es natürlich im Hin- und Rückspiel auch 6 Punkte maximal zu vergeben gibt für einen Spieler. Und das kann dann hier reinhauen, logischerweise, in der letzten Runde. Und Timo hat natürlich die beste Ausgangsposition. Und auch Megabit ist ganz gut unterwegs mit seiner Tordifferenz. Könnte also entsprechend, glaube ich, so hat er es mir vorhin gesagt in der Pause, mit 4 Punkten sicher durchkommen, wenn er 4 Punkte holt gegen Celonius. Jetzt der Doppelpassversuch mit Dybala und Son, aber das funktioniert nicht so richtig. Unten war jetzt viel Platz, aber Roberto gleicht die Lücke gut wieder aus. Also der macht bisher einen ziemlich guten Eindruck, muss ich sagen. Wollte ich auch sagen, diese Lücke hat er sensationell geschlossen, wie er da von hinten rangerauscht ist und so dann diese Möglichkeit direkt unterbunden hat. Und Timo kam eben gerade ganz kurz in diese Doppelpass-Situation, war von dir auch angesprochen und das ist tendenziell gegen die Fünferkette schwerer, weil immer einer mehr da ist, der dann nochmal absichern kann und diese möglichen Passräume schließen kann. Aber Timo wird jetzt, denke ich, so nach den ersten 30, 35 Minuten nicht unzufrieden sein, hat das Spiel soweit ganz gut im Griff, jetzt die Möglichkeit. Da wird es natürlich schwer mit Godin gegen Suarez, der jetzt nochmal weitergeht auf Mertens. Mertens verzögert hier, will den Ball spielen. Jetzt ist der Ball nochmal bei Suarez, liegt weiter. Und Ashley Young im letzten Moment kann den Ball rausspielen. Shevchenko auf Modric, Suarez. Suarez aus der Drehung, Lloré kann den da noch aus dem Eck kratzen und somit die Chance unterbinden.
So, jetzt wieder über die rechte Seite mit Roberto. Musa ist ganz schön weit hinten unterwegs, aber kann jetzt hier doch den Angriff gut einleiten. Dybala, schöner Doppelpass jetzt. Versucht auch durchzustecken, aber das war gut verteidigt von Sean Allen, der den Ball allerdings leichtfertig wieder hergibt. Dybala und Laporte ist dazwischen. Aber nochmal Son. Hacke zu Hacke. Vielleicht kommt noch ein zweiter. Nein, er versucht einfach weiter zu laufen dort an der 16er Kante und kann dann aber sich nicht gegen den Verteidiger durchsetzen. Und ich finde, das Spiel ist eigentlich relativ typisch für Fünferkette gegen Viererkette. Die Viererkette hat erstmal so im Mittelfeld die Hoheit. Ne? Sean Allen tut sich nach vorne halt wirklich schwer, aber Timo andererseits findet am 16er nicht wirklich die Lücke. Und jetzt mal eine Kontersituation. Mertens ist durch. Flachschuss in die lange Ecke. 2:1. Und das sind diese Lücken, die wir hier immer wieder sehen in diesen Matchups, wo dann lang durchgespielt werden kann nach einem Ballverlust. Diese Innenverteidiger, ab und zu machen die einfach mehr Stellungsfehler, als die Spieler das anscheinend gewohnt sind von ihren Ikonen. Das war jetzt alles sehr, sehr unglücklich, muss ich sagen, aus Timos Sicht. Also der Gegentreffer alleine war so, dass Timo mit Van Dijk rausgegangen ist auf den Ball für den Spieler, spielt den Ball heraus, der Ball landet wieder bei einem Spieler von Sean Allen und dadurch ist dann diese Lücke möglich. Verstehe. Das war sehr, sehr ärgerlich aus der Sicht von Timo und nach meiner Einschätzung hat er aus einer Angriffssequenz davor im Angriff zu wenig rausgeholt. Das war einmal eine etwas ungewöhnliche Ballmitnahme. Ich kann mir vorstellen, dass es da einfach noch schwer war, sich auf den Spieler einzustellen, wie entsprechend er den Ball da mitnehmen muss, um ihn dann zu spielen. Daraus hat er ein bisschen zu wenig rausgeholt. Und dann noch ein ähnlicher Moment, wo er mit Son auf die Baller gespielt hat, wo auch das Quäntchen Glück vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Dann hätte es hier 2:1 stehen können für Timo. Und jetzt ist Sean Allen in Führung. Und durch diese doch etwas unglückliche Situation im Mittelfeld. Aber zweite Halbzeit, alles noch drin für Timo. Ja, der Sean Allen jetzt mit seiner Fünferkette kann er einfach sehr defensiv reinhauen. Dann wird es schon sehr, sehr schwer für Timo. Ja, es ist natürlich eine gute Ausgangsposition für die Fünferkette. Aber die hat er sich auch erarbeitet, weil in Führung gegangen ist ursprünglich Timo. Und Rakitic jetzt mit einem Foul im Mittelfeld. Ich fand eigentlich, der Zweikampf war relativ fair gelöst, aber gut, muss man mit leben. Timo haut jetzt das Teampressing rein. Mané ist aber erstmal durch auf den Außen. Mal sehen, was Sean Allen macht. Legt den quer an den zweiten Pfosten und alle grätschen vorbei in der Mitte. Und Modric sagt Dankeschön, schiebt das Ding ein zum 3:1 inzwischen schon in die kurze Ecke. Ja, der kam sehr, sehr gut, muss man sagen. Auch nicht der allernatürlichste Abschluss, sage ich mal, den man so sieht in FIFA 18. Aber hat gut geklappt in der Situation. Und jetzt wird es natürlich schwer für Timo und der nächste Offensiv-Angriff von Sean Allen mit Suarez versucht es wieder mit dem Querpass. Jetzt wird es super schwer für Timo, also mit 2 Toren hinten gegen die Fünferkette. Sean Allen kommt jetzt auch besser ins Spiel hinein, hat immer mehr und mehr Spielanteile in der Halbzeitpause oder in die Halbzeitpause ist er mit 35% Ballbesitz gegangen. Das sieht jetzt in der zweiten Hälfte ein bisschen anders aus. Das ist schön gesehen. Messi jetzt hier und bam, da ist der Anschlusstreffer. Der muss sitzen. Jetzt hat er wirklich auch noch genug Zeit. Er muss jetzt nichts überstürzen. Er muss jetzt nicht viel Risiko gehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Treffer. Und der Pass ist von Sigurdsson punktgenau. Ja, sehr, sehr schön gespielt. Und auch der Abschluss von Messi sehr, sehr gut. Und der Torwart reagiert noch nicht mal. Bleibt einfach komplett stehen. Wenn da ein De Gea oder so im Tor steht, dann kann das auch nochmal anders laufen. So, jetzt Sean Allen nochmal. Hackenpassversuch mit Mané. Timo hat auch noch genügend Zeit. 4-4-2 ist jetzt auch eine Formation. Da kann man auf jeden Fall nochmal richtig Druck machen am Ende. Ich weiß nicht, ob er noch Optionen auf der Bank hat. Also, nee, da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so viel gesehen. Also, ich glaube, Asensio war da. Mané setzt sich durch, hat auf dem rechten liegen und macht dann nicht. Wow, der ist so ungenau, der Abschluss. Der hätte ruhig einen halben Meter weiter nach links kommen können. Da wäre er wahrscheinlich reingegangen oder zumindest am Torhüter vorbei. Aber der war einfach so ungenau. Lloris braucht nur stehen zu bleiben und den Fuß dahin zu halten, hält ihn. Und so ein ganz, ganz wichtiger Treffer, der für Sean Allen jetzt hier nicht fällt. Aber Mané hat die nächste Chance. Boah. Und die nutzt er. Der Abschluss ist umso besser. 4:2 und Timo, der hadert damit so richtig. Sieht einfach nicht glücklich aus, aber schon das ganze Spiel nicht so richtig. Wechselt jetzt nochmal. Jetzt kommt
Asensio. Vielleicht hätte er den auch schon eher bringen sollen, ich weiß es nicht. Aber gut, er hat halt auch nicht so die beste. Für Musa auf rechts könnte er den bringen oder halt im zentralen Mittelfeld, ja. Also er hat jetzt hier nicht den Schlüsselspieler, den er Nee. bringen kann. Also den Game Changer, der ist einfach in seinem Team, in seinem Kader nicht vorhanden. Wechselt jetzt auch nur einmal. Also er hat zu Beginn einen Wechsel durchgeführt, oder? Dybala Ja. bringt er und dann jetzt Asensio. Der dritte Mann, vielleicht ein Insigne irgendwo auf der Flügelposition für Musa, aber Musa spielt er immer noch, oder? Sieht so aus da oben, dass Musa immer noch unterwegs ist. Irgendwie spielt er auch mehr Außenverteidiger, als der Roberto das macht. Jetzt kann er vielleicht überlaufen da. Oh, Roulette, okay. Ja, es ist schwer gegen die Fünferkette jetzt auf jeden Fall. Sean Elden ist ja auch ein guter, also Ja. machen wir uns nichts vor. Die Treffer hat er dann klar auch gemacht. Auch wenn er einen Mann weniger quasi in der Offensive hat, der da mitmischt. Schöne Flanke, naja. Ich dachte kurz, das könnte was werden. Messi jetzt! Oh. Boah, ansatzlos an die Latte. Das macht der Timo natürlich clever. Warte mal ganz kurz, das ist hier der Team of the Year. Bam, haut er den raus. Und der Torhüter ist auch einfach nur stehen geblieben. Das macht er gerne anscheinend, der Torhüter hier von Sean Allen. Einfach mal stehen bleiben. Und Timo mit der nächsten Angriffsaktion. Schön gespielt über Son, Asensio und jetzt hier weiter auf Messi. Enges Dribbling, jawohl. Jetzt wieder auf Son, weitergeleitet. Dybala, Boah. Flachschuss. Und ich sag dir, der Torwart wäre wieder stehen geblieben. Das sah Der schon wieder so aus hat in der Arbeitsrate niedrig. Animation. Ja. Torhüter-Arbeitsrate niedrig. Aber Sean Allen, der macht das halt auch wirklich gut mit der Fünferkette. Timo probiert da viele verschiedene Varianten aus und so richtig die ganz klaren Situationen kann er sich eben nicht erspielen. Und diese Fehler hier von Timo, die versucht dann Sean Allen auszunutzen. Wieder gut durchgesteckt. Lloris kann den Ball nicht sichern und dann wird es nochmal gefährlich. Und so langsam braucht Timo den Anschlusstreffer, wenn er hier vielleicht noch einen Punkt mitnehmen will. Antunes nochmal über die Außen. Sean Allen hält jetzt den Ball natürlich auch so ein bisschen in den eigenen Reihen, holt den Eckball raus. Rakitic da ein bisschen am Struggeln. Also das sieht man, finde ich, doch häufiger, dass die Spieler einfach so bei abgefangenen Bällen länger brauchen oder mal einen Schritt ins Leere machen. Musa immer noch unterwegs, da auf rechts außen. Ja, es sieht aktuell nicht so aus, als würde Timo das hier noch drehen können. Ganz im Gegenteil, das ist die Chance zur Entscheidung über Suarez. Aber das war richtig gut gemacht von Timo mit dem Torwart. Spielt da so ein bisschen, holt ihn ein bisschen raus, verkürzt dadurch den Winkel. Und jetzt ist nochmal Platz da für Messi. Über links, Totti, Messi, erstmal Schusstäuschung entstanden. Oh, das ist super Übersicht auf Musa. 3 zu 4. Richtig gut gespielt. Richtig gut gespielt. Das erinnert mich fast so ein bisschen an das Tor in der Champions League. Messi über links dribbelt, dann kurz verzögert. Der Querpass rüber, da war es Dembélé, der den mit rechts reingehämmert hat. Und hier ist es Musa. Den Mut musst du aber auch erstmal haben, damit Musa draufzuziehen, weil da hoffst du irgendwie, dass da eigentlich ein Spieler ist, der ein bisschen mehr Qualität hat. Überragend, wie Musa den verwandelt hat, muss ich ganz klar anerkennen. Starker Schuss, schwere Position ist nicht immer drin, aber das hat Timo mutig gespielt und dann auch einfach draufgezogen. Hat funktioniert, aber vielleicht war es trotzdem vergeblich. War jetzt nur das 3 zu 4. Vielleicht jetzt noch eine Chance, wenn er den Ball nochmal bekommen sollte, aber da spielt Sean Allen hier gut. Und es war auch der letzte Angriff. Und damit sichert sich jetzt Sean Allen hier im Hinspiel 3 Punkte. Wie gesagt, Hin- und Rückspiel werden getrennt gewertet. Und das bedeutet, dass jetzt Sean Allen zu diesem Zeitpunkt die Tabelle anführt mit 9 Punkten. Wir wissen natürlich jetzt gerade nicht, wie das andere Spiel zwischen... Wer spielt da nochmal in der Gruppe? Da spielen Megabit gegen Celonius. Celonius, genau. Und Timo hat aber nach wie vor eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition, weil Sean Allen hat jetzt 9 Punkte. Und wenn Timo das zweite Spiel gewinnt, dann ist er eigentlich ziemlich sicher durch, weil dann ist er vor Sean Allen und hat 10 Punkte. Celonius müsste beides gewinnen, um auf 10 Punkte zu kommen. Dann hätte Megabit weiterhin 6. Wenn Megabit 1 gewinnt, dann kann Celonius ihn nicht mehr einholen. Also machen wir es kurz. Timo muss jetzt hier im Rückspiel gewinnen, dann ist er sicher durch.
wenn ich nicht gerade komplett irgendwas als Konstellation verpasst Aber habe. es kann natürlich sein, mit Unschien könnte es auch reichen. Es könnte vielleicht auch eine Konstellation eintreten, wo er mit 0 Punkten trotzdem noch durch ist. Ja. Also Sean Allen ist jetzt zumindest an ihm vorbei. Also mit einem Unentschieden jetzt im zweiten Spiel wird es richtig eng, weil dann ist Sean Allen vor ihm und dann müssten. Boah, dann müsste Megabit gegen Zelonius zweimal unentschieden spielen oder Zelonius einmal unentschieden und eins gewinnen. Dann hätten Zelonius 8 in der zweiten Variante oder wenn Megabit und Zelonius zweimal unentschieden spielen, hätte Megabit 8. Und dann wären sie punktgleich mit Timo, halt je nach Konstellation. Und dann kommt es auf die Tordifferenz an. Da Okay. kann der Treffer von eben wichtig sein. Also wir halten fest, Timo, mit dem Sieg ist er sicher weiter. Mit einem Unentschieden muss er zittern, was drüben passiert. Und dann muss schon eine relativ spezielle Konstellation zustande kommen. Also wenn Megabit nur eins gewinnt, dann ist Megabit schon durch. Also schon vor Timo. Ob das gerade auch die gleichen Gedanken sind, die hier den Timo durch den Kopf gehen? Vielleicht, ja. Er Vielleicht denkt sieht er aber sehr auch gerade nachdenklich nur aus. an. Was zu essen? Ja. Oh, jetzt so ein Wrap. Vielleicht, wenn ich jetzt unentschieden spiele, ja, dann kann es sein, dass es Nehme ich reicht. jetzt Hühnchen oder doch lieber Thunfisch? Was sagst du? Kuchen. Er denkt an Kuchen. Also Sean Allen ist, glaube ich, hier auch im Austausch jetzt mit DH Tex, der auch in der Kabine mit dabei ist. Ja, vielleicht hat DH Tex ein bisschen gescoutet, wie es drüben steht, aussieht, ob das erste Spiel da auch schon rum ist. Wir gehen auf jeden Fall rein ins Rückspiel mit dem Team von Mox, Mox, Mox. Also ich bin noch nicht ganz happy, wie Mox das Ingame umstellt mit Messi auf dem Flügel. Vielleicht macht das ja jetzt auch doch mal anders. Schauen wir mal. Gibt auf jeden Fall die Pause. Wir sehen das jetzt aus der Sicht von Sean Allen, was hier gemacht wird. Er bringt in dem Fall Mertens für Eriksen. Das ist ein Wechsel, den er direkt bringt, wo man sagt, auch so, Eriksen Okay. könnte auch spielen. Ja. So schlecht ist er jetzt nicht. Und er macht das weiterhin so, dass er Messi auf dem Flügel spielt, der Timo. Das heißt, da bleibt er seiner Linie treu. Ich finde so ein Doppelsturm mit Messi und Dybala gut und Son auf dem Flügel auch. Also. Naja, werden wir probieren, nach dem Spiel mal reinzuhorchen, was dort die Gedanken von Timo waren. Den haben wir höchstwahrscheinlich im Anschluss dieses Spiels dann auch im Interview. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Unten habt ihr also immer das Hinspielergebnis eingeblendet. Das hat jetzt aber keine Auswirkungen auf das Rückspiel. Also, dass es irgendwie zusammengerechnet wird oder so. Das ist nicht der Fall. Timo jetzt hier mit Musa direkt mal unterwegs. Chicharito, Messi, Schusstäuschung. Und jetzt kann er vielleicht reinlegen. Und gerade so ist wieder dieser Laporte dazwischen. Das war schon im ersten Spiel so, dass der die erste richtig gefährliche Aktion von Timo entschärft hat. Jetzt nochmal Eriksen. Der will vielleicht Argumente liefern, warum er nicht direkt zu Beginn ausgewechselt werden sollte. Falls er nochmal gedraftet wird. Boah. Gefährliche Position. Und Suarez, der kann diese Schlenzer. Aber Lloris, sehr souverän. Den habe ich eigentlich auch schon recht wahrscheinlich drin gesehen, weil das ist so eine Position, vor allem bei Suarez war kein Gegenspieler direkt dran. Und wenn dann so ein Spieler mit der Qualität zum freien Abschluss bekommt, so einen Abschluss bekommt, insbesondere auch so Suarez mit Finesse-Schüssen, sieht man die häufig da so reinsegeln, weil auch meistens die Torhüter darauf nicht so optimal reagieren. Aber Lloris, du hast es herausgehoben. Eine richtig starke Parade geliefert und ich hätte damit jetzt schon gerechnet, dass hier Timo frühzeitig im Rückstand hinterherlaufen muss. Gegen die Fünferkette, das ist echt alles ganz eng und dann immer wieder diese Kontersituation. Jetzt hier überläuft er mit Schewtschenko. Was ist durch? Muss den nur noch flach reinschieben und das ist auch das 1 zu 0. Und auf einmal war alles offen da hinten bei Timo. Das sah für mich aus wie fehlerhafter Einsatz von CPU-Verteidigung. Auf einmal rückt dieser letzte Verteidiger raus. Timo kriegt ihn auch nicht frühzeitig angewählt, um das wieder manuell zu korrigieren. Und dann ist das so ein einfach zu spielender Ball, weil oben der andere Verteidiger die Abseitssituation komplett aufhebt.
Und dann fragt man sich schon, was ist da los? Jetzt wird es natürlich schwer, weil wie angesprochen, Timo braucht hier eigentlich schon den Sieg. Ansonsten wird es schwierig. Da ist er sehr auf Schützenhilfe angewiesen. Und jetzt rückt er da schon wieder raus, bleibt hängen. Jetzt hat er den Torhüter sehr weit rausgeholt. Schewtschenko mit dem Lupfer und der Torhüter kommt nicht mehr ran. 2:0 nach 17 Minuten. Timo hat einen sehr fassungslosen Blick, wundert sich gerade. Der Torhüter, der rührt da so ein bisschen auch in der Gegend hin und her. Und er hätte halt auch seine Hände ruhig benutzen können in der Situation. Aber Timo hat ihn irgendwie angewählt bekommen, den Torwart, bei diesem Lupfer. Und der hat dann keine Paradenanimation gemacht, weil er war ja wieder im Strafraum. Den hätte er einfach aus der Luft pflücken können. Ja, hat nicht geklappt. Und so lupft den Schewtschenko einfach ins Tor zum 2:0. Aber vorher die Lücke, die hat er sich halt wieder selber gerissen. Und es geht so weiter. Mertens, also der Dragon, ist hier richtig ins Rollen gekommen. Suarez legt weiter. Jetzt ist da Modric frei. Und das ist das 3:0. Und da kommt Timo gar nicht mehr hinterher im 16er bei diesem Kombinationsspiel. Findet einfach nicht den Verteidiger, dass er den anwählt, um drauf zu gehen, hier sich noch dazwischen zu werfen. Und das sieht jetzt düster aus für den Mann vom VfL Wolfsburg. Der wird natürlich hadern mit diesen zwei Drafts, die er da gemacht hat. Wo er auch einfach nicht wirklich so vom Spiel belohnt wurde, sage ich mal. Oder was heißt belohnt? Einfach nicht so die guten Spieler zur Auswahl bekommen hat. Und jetzt ist hinten natürlich alles offen schon. Mertens, der marschiert da und marschiert. Außen überläuft jetzt Antunes. Macht es ein bisschen ruhig erstmal. Schönes Dribbling. Und dann wird er gefoult hier auf den Außen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, am Rumrechnen, ob es eine Konstellation gibt, wo auch Timo mit zwei Niederlagen durchkommen kann. Aber ich glaube, es ist nicht möglich. Ja. Mit zwei Niederlagen ist Timo höchstwahrscheinlich raus. Und das trotz dieser guten Ausgangslage mit 7 Punkten Tabellenführer gewesen vor der letzten Runde. Ja, also ich sehe keine Möglichkeit, wie es Timo schaffen kann mit zwei Niederlagen. Und jetzt hier Mertens auf dem Weg im 1 gegen 1. Macht die Übersteiger nochmal leer. Boah, das ist eine stark interessante Variation. Der Abschluss danach ist ein bisschen verunglückt. Verunglückt hat man in der Schusshaltung danach gesehen vom Spieler. Also Timo muss hier volles Risiko gehen. Mit zwei Niederlagen ist er safe raus. Dann gibt es definitiv einen zweiten Spieler in der Gruppe, der mehr Punkte haben wird. Und das wäre natürlich bitter für Timo. So eine gute Ausgangsposition, hat stark die Punkte in den ersten beiden Matchups geholt. War Tabellenführer. Und insbesondere dieses Spiel, das würde ihn wurmen, weil das hat er so ungefähr nach 16 Minuten verloren gehabt. Aufgrund von kleinen Unachtsamkeiten. Ja, wer weiß, er braucht halt jetzt mal einen Treffer, möglichst noch in der ersten Halbzeit, um wieder so ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. Jetzt vielleicht mal Dybala, das ist er auch, der hämmert den dort rein. Und vielleicht ist das so ein Wachrüttler für Timox hier zum 1:3 Anschlusstreffer, denn bei einem Unentschieden, da gäbe es noch Optionen, da gäbe es noch Konstellationen, wie das reichen kann. Ja, der Treffer ist jetzt unglaublich wichtig für die Psyche. So 3-Tor-Rückstand hat man immer das Gefühl, das kann man eigentlich nicht mehr einholen. Aber so 2, da sagt man so, ja, ist ja jetzt auch noch Zeit. Muss jetzt hier aber einfach mal seinen Kasten sauber halten. Das klingt abgedroschen, ist aber einfach jetzt unglaublich wichtig, weil nochmal 3-Tor-Rückstand aufholen, das ist vor allem gegen eine Fünferkette, gegen den Sean Allen, fast nicht möglich. Ja. Ist denn die Mox Army im Chat hier am Start oder haltet ihr es mit Dragon? Was denkt ihr, Jungs? Wer packt das noch? Kann Timo hier das Comeback noch realisieren? Ich meine, er hat noch eine ganze Halbzeit Zeit und Timo ist so ein Heißläufer auch manchmal. Son, Sigurdsson, Messi. Ich finde den Messi, den sollte er in den Sturm reinpacken. Also ich gebe dir da absolut recht. Das wäre so wichtig nochmal. Ja,
Dann kommt der Ball hier von Dybala nicht bei seinem Mitspieler an. Jetzt gibt es wieder die Kontergelegenheit. Die spielt jetzt ein Sean Allen ein bisschen überhastet aus. Sigurdsson jetzt mit dem Ball auf Son, vielleicht zurücklegen auf Rakitic. Rakitic mit Raum, Rakitic auf Son, 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 Son scheitert an Rulli. Oh, da hatte ich auch vielleicht mit einem Schuss von Rakitic geliebäugelt. Der hat die hat ganz gute Schusswerte für sowas. Jetzt Godin, er ist natürlich da ein bisschen fehl am Platz, der Van Dijk auch. Jetzt hier Sigurdsson mit dem Anschlusstreffer in der 45. Was ein schwerer Abschluss, aber er macht ihn. Aus der Drehung der Sigurdsson. Vorhin im Hinspiel mit diesem perfekten Pass auf Messi. Jetzt mit diesem Abschluss aus der Drehung. Was ist denn bei Sigurdsson los? Also für den Draft scheint das echt ein guter Spieler zu sein. Und der Chat ist da. Hier der Anschlusstreffer. Was ein Schuss, oder? Also... Ja. Unglücklich, er kann so eine Schusshaltung kaum sein, aber wie er den reinwuchtet, verrückt. Ihr geht im Chat jetzt auch richtig mit, jetzt haben wir hier noch 45 Minuten, ihr müsst den Timo hier in die K.O.-Phase tragen. Alles möglich. Dem Sean Allen, dem schmeckt das natürlich nicht. 3-0 mit der Fünferkette im Rücken ist eine super Ausgangsposition, aber das macht er gut mit Mané. Oh, an den Pfosten. Und abseits. Abseits. Boah, das war ganz, ganz eng die Geschichte da. Also das hätte mich jetzt interessiert, wie das weitergegangen wäre, wenn das jetzt nicht abseits gepfiffen worden wäre, weil das wäre dann richtig krank gewesen. Wer jetzt als erstes, wer als erstes aufsteht, boah, und den kriegt er nicht durchgesteckt. Riesenlücke da gewesen, weil Sean Allen antizipiert hat. Stell dir mal vor, Timo hätte den gelupft, weil er damit gerechnet hätte, dass er den Torwart rausholt. Dann. Das wäre mega next level gewesen. Aber wir merken das, also die Abwehr ist jetzt auch alles andere als solide bei Timo. Er muss da mehr Risiko gehen und Sean Allen bekommt jetzt auch wieder Bock, weil er weiß, der muss jetzt hier wieder auch nochmal einen Treffer nachsetzen, damit das safe ist. Ja, und ganz ehrlich, Timo, ich weiß nicht, wie die Tordifferenz genau in der Gruppe aussieht, aber der muss eigentlich schon fast versuchen, auf Sieg zu gehen hier. Weil bei Unentschieden braucht er halt eine bestimmte Konstellation bei Zelonius gegen Megabit, genau. Und da muss er dann also hoffen. Und wenn er hier vielleicht noch den Ausgleichstreffer nachlegt, ich denke, dann wird er auch auf den Führungstreffer gehen, kann ich mir vorstellen. Jetzt Messi treibt den Ball nach vorne. Dybala. Ah, die Fünferkette, die steht halt wirklich stabil. Messi ist jetzt hier anspielbereit vielleicht, zentral. Er ist jetzt auf jeden Fall in der Mitte, jetzt Son. Aber stark getackelt, jetzt abgelegt auf Musa. Musa, Musa an den Pfosten! Gibt's doch nicht! Musa wieder mit so einem starken Abschluss. Ganz, ganz spitzer Winkel und an den Pfosten. Aber die nächste Ecke fliegt rein. Musa vielleicht per Kopf. Nein, da ist er dann doch den Ticken zu klein. Aber Timo ist da weiter dran. Einwurf jetzt hier wieder auf Musa. Wieder zurück auf Musa, der Ball, aber der ist zu schwer, der ist zu lang unterwegs, kann einfach abgefangen werden. Jetzt rückt der Timo ziemlich raus, jetzt kommen die Spieler ins Laufen, Mané, extrem viel Tempo, drei Spieler sind dran. Suarez zurück auf Mertens, wieder auf Mané, Mané, Mané mit dem 4:2, unglaublich, Sean Allen macht aus wenig viel und macht wieder die 2-Tore-Führung. Das ist eiskalt, der Mann, ein Konter, den er hier überlegt ausspielt und dann fackelt er nicht lange, zieht das Ding rein in die lange Ecke und da streckt sich Lloris noch, aber dieser Abschluss von Mané, der ist einfach überragend. Und damit also wieder die 2-Tore-Führung, halbe Stunde noch. Hochspannende Partie hier, da ist der nächste Laufweg, Asensio will ihn weiterlegen und unten wäre Musa gewesen. Den hat man gar nicht gesehen, hinter der Facecam da von Sean Allen. Und der wäre frei durch gewesen, Messi. Macht's nochmal ruhig. Also Timo ist aber jetzt trotzdem fokussiert, hat man das Gefühl. Hat hier auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Hat die Zeichen der Zeit erkannt. Muss jetzt irgendwie schauen, ob er da seine Stürmer irgendwo am 16. angespielt bekommt. Hier vielleicht gleich der Spot mit Sigurdsson. Er verteilt die Bälle. Jetzt hier zurück auf Messi. Messi im Dribbling macht das gut. Souverän wieder auf Sigurdsson. Jetzt auf Asensio. Ist richtig rum rausgedreht, aber er scheitert. Das war auch stark von Sean Allen dran geblieben, weil das, wie sich Timo rausgedreht hat, war weit gedacht, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Das hat er sehr gut erkannt, wie er da eine Lücke erzeugen kann, wie er das kreativ lösen kann. Jetzt Dybala mit einem Doppelpass. Dybala ist durch. Der Schuss 3:4 in der 67. Minute und Timo ist wieder dran. Das geht hier Schlag auf Schlag und die Minuten, die vergehen so langsam gefühlt. Immer noch nicht die 70. Minute und da wird auch Sean Allen eben den Blick zur Uhr geworfen haben. Wie weit fortgeschritten das Spiel denn hier schon ist, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. Und das ist noch eine ganze Menge hier. Und Timo, da ist noch alles drin. Der Chat ist am Eskalieren.
Aber Sean Allen ist der, der hier den nächsten Angriff hat. Über Mertens. Timo, der kann sich kein Gegentor mehr leisten. Und da ist es zum 5:3. Wieder Mané, der hier in die Herzen aller Timox-Fans diesen zweiten Stich reinsetzt. Das gibt's doch nicht, dass der den Kasten nicht sauber halten kann hinten. Hat er noch nie ein Video von dir geguckt, Benni? Zumindest nicht bis zum Schluss. Ich weiß es nicht. Warum hört er mir nicht zu? Tja, wenn das jetzt der Timo noch schaffen sollte. 18 Minuten hat er noch ungefähr auf der Uhr. Das wird jetzt eine Mammutaufgabe für ihn. Gegen die Fünferkette von Sean Allen. Da ist er jetzt sehr, sehr gut im Passweg drin. Son, oben ist der Laufweg und das macht Sean Allen so clever, dass er da das taktische Foul zieht. Oben war der Laufweg, da die Unterzahl von Sean Allen der Verteidigung. Aber taktisch unterbunden, gibt die gelbe Karte, aber wen juckt das noch? Nochmal eine Angriffswelle. Da kann er jetzt Dybala im Strafraum anspielen. Legt weiter auf Messi. Der Flachschuss. Und dann der Nachkopfball von Koke zum 4:5. Das ist doch unglaublich, wie der Timox hier ein ums andere Mal zurückkommt. Da hätte er vielleicht schon schlenzen können. Mit Dybala legt den raus und denkt sich nur, scheiß drauf, ich hau den jetzt einfach drauf mit Messi von dort. Und dann kriegt er wirklich den Abpraller. Und es ist noch Zeit, aber jetzt darf er einfach nicht direkt wieder im Gegenzug das 4:6 kriegen. Das muss doch möglich sein, hier einmal den Kasten sauber zu halten. Antunes, vorbei. So. Der geht vorbei. Und jetzt muss man die Ruhe bewahren. Hat jetzt 10 Minuten auf der Uhr noch. Er hat den Ball. Und wenn er jetzt sagt, ich spiele mal einen Angriff vernünftig aus, dann kann ich selber in der Hand haben. Aber der Ball ist direkt wieder weg. Jetzt muss er hinterherlaufen. Sean Allen, der versucht sein Möglichstes hier irgendwie das Ganze zu beruhigen, den Ball mal ein bisschen zu halten. Aber er geht auch immer noch auf 6:4. Suarez, Godin, richtig stark und das pfeift der Schiri ab. Also, weiß ich nicht, ob das so unfair war. Mal schauen, welche Variante. Geht erstmal drüber, geht auch, nein, den legt er direkt ab. Jetzt Modric, abgefälscht. 6:4, Mané. Oh, das ist ein Ding. Das abgefälscht. Mané steht dann richtig, steht nicht im Abseits und lenkt ihn auch ganz leicht ab. Und damit wieder die 2 Tore Vorsprung hier für Sean. Dreimal dieser Mané, das gibt's doch gar nicht, ey. Unglaublich. Was für eine Partie, was für ein Kampf. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Wenn Timo jetzt vielleicht hier noch den Anschlusstreffer macht. Mit Son. Bleibt da hängen. Asenio jetzt hier zurück auf Son. Auf Messi. 6:5. Es ist immer wieder nochmal die Möglichkeit. Er kommt immer wieder zurück. Vielleicht geht da noch was. Verrücktes Spiel hier. Verrücktes Spiel, um sich noch am Leben zu halten. Die Chance noch aufrecht zu erhalten. Und wenn Timo hier das 6:6 macht, dann kann man es ihm ja fast eigentlich nur wünschen, dass er irgendwie noch durchkommt. Und die Abseitsfalle. Und dann läuft jetzt schon wieder außen Mario Gaspar. Was macht der Schusstäuschung in den Stand? Flachschuss. Und dann ist Suarez da. Das gibt's nicht. Das gibt's doch einfach nicht. 5:7. Und den hat er sich selber eingeschenkt eigentlich mit der Abseitsfalle. Unfassbares Duell der beiden. Was soll man dazu sagen? Jetzt haben wir die 89., die 90. Minute. Ich denke, jetzt ist es vorbei. Timo hat sich immer wieder rangekämpft, zurückgekämpft und dann kam immer wieder der Schlag ins Gesicht. Der nächste Treffer, der es wieder auf 2 Tore Vorsprung erhöht hat. Und ich glaube, jetzt Timo hat gekämpft wie ein Löwe, aber ich denke, hier ist es jetzt gelaufen. Eine der letzten Aktionen, Messi auf dem Flügel, Bonucci spielt den Ball sauber raus. Ich denke, das ist auch Team of the Year und behauptet jetzt auch den Ball dort gegen Messi und damit ist das Spiel gelaufen. Timo wird in der Gruppenphase nach einem unglaublichen Kampf leider ausscheiden. Aber er hat uns hier nochmal wirklich alles gezeigt, was ihn auszeichnet. Auch Kampfgeist, trotz dieses misslungenen Draft. Tages für ihn hier. 2 Drafts haben leider nicht so funktioniert. Hat nach dem ersten gesagt, komm, ich
tauscht den ein, ich mache einen neuen und dann ist der neue noch schlechter geworden als der erste. Das kann natürlich auch passieren und man darf den ersten dann nicht mehr nehmen. Sean Allen, der setzt sich hier durch als erster in dieser Gruppe, zumindest gehe ich davon aus. Es sei denn, Megabit zieht noch irgendwie vorbei mit 2 Siegen. Die beiden waren punktgleich mit 6 Punkten vorher. Geht natürlich auch über die Tordifferenz, hätte ja sein können. Also wenn auch Megabit jetzt beide Spiele gewonnen hat, kann es sein, dass dann Megabit über die bessere Tordifferenz vor Sean Allen landet. Und das war natürlich ein heißer Kampf. Oh, wir ja haben den Timo jetzt dann auch gleich zum Interview parat. Ja, soll ich das mal kurz übernehmen? Genau, also der Georg, der nimmt jetzt mal gleich Platz in der Interview-Ecke und wird jetzt mal eine Stimmung, ein Meinungsbild vom Timo einholen, der es jetzt hier leider nicht gepackt hat. Und dann hören wir mal, was da vielleicht hätte anders laufen können oder sollen. Ich gebe jetzt ab an die beiden im Interview. Spiel, was wir bisher am heutigen Tag gesehen haben. Das Rückspiel gerade gegen Sean Allen, 5-7 am Ende. Du hast dich immer wieder zurückgekämpft, immer wieder alles versucht. Vielleicht kannst du uns ja gerade mal so einen kleinen Einblick in dein Stimmungsbild geben. Wie geht's dir gerade? Wie ist so insgesamt die Gruppenphase heute für dich gelaufen? Ja, also insgesamt, ich möchte erstmal sagen, es war nice eigentlich so das Turnier an sich. Natürlich habe ich das schlechteste Team von allen bekommen. So, das kann ich auch, denke ich mal, so ganz klar sagen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, eigentlich mal mit anderen Spielern zu spielen, auch wenn die vielleicht ein bisschen sehr schlecht waren. Deswegen war es für mich in jedem Spiel eigentlich ein Kampf, überhaupt ein Tor hinzukriegen, weil mit Son und diesem Chicharito, das war wirklich, naja, nicht so ganz einfach. Dann hatte ich noch gute Gegner mit diesem Celonius, habe ich das erste Spiel 3-1 gewonnen, dann gegen das Rückspiel 2-2. Dann gegen Bittner habe ich das erste Spiel 7-3 verloren, weil er einfach die ganze Zeit durchgerannt ist und meine Verteidiger ja nicht aus der Puste kamen oder nicht vom Fleck. Dann das Rückspiel habe ich 6-3 gewonnen, weil ich mein Spielstil ein bisschen geändert habe, ein bisschen defensiver, ein bisschen mehr rumgestanden hinten. Und ja, gegen Sean Allen, er hat halt eine Fünferkette gehabt. Und ich muss sagen, er hat das, was er selber verteidigen musste, sehr schlecht verteidigt. Also ich konnte eigentlich immer ein Tor machen, wenn ich in die Spots kam, aber durch die Fünferkette und durch mein nicht so perfektes Team, sage ich mal, war es halt sehr schwer. Ja, ich verstehe. Du hast schon angesprochen, dein Doppelsturm mit Son und Chicharito. Du hast dann immer Chicharito ausgewechselt, mit Son sage ich schon. Also Musa hattest du ja ursprünglich. Musa hast du dann auf den Flügel gepackt. Wir haben uns so ein bisschen drüber unterhalten. Vielleicht wäre Messi, Totti Messi im Sturm mit Dybala zusammen noch eine bessere Variante gewesen. Warum hast du dich für Messi auf den Flügel entschieden? Man hätte ja dann auch Son auf den Flügel packen können. Das habe ich im ersten Spiel so gespielt, in den ersten beiden und auch im ersten Spiel gegen Bittner. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich im Sturm ein bisschen korpulentere Spieler brauche, ein bisschen robustere. Und deswegen habe ich mich halt für Son entschieden, weil der generell in FIFA sehr, sehr krass ist. Und ja, ich habe dem halt mehr zugetraut, auch mit seinem 5-Sternen schwacher Fuß als Messi. Okay, verstehe. Ja, jetzt leider in der Gruppenphase das Ganze vorbei für dich, aber ich denke trotzdem, hier bei Take ist ja noch eine ganz nice Location. Ich denke, du wirst heute noch da bleiben. Bist du auch morgen dann noch am Start, denkst du? Oder? Ja, ich denke schon, ja. Okay, sehr, sehr nice. Ja, vielen Dank für das geile Spiel einfach gegen Sean Allen und better luck next time und ja, danke fürs Interview. Dankeschön. Schön auf jeden Fall für die Einladung.